So, liebe Leute, willkommen zurück zu Dark Souls. Was machen wir in dieser Folge? Erstmal gucken, ob wir nochmal aufsteigen können. Können wir sogar einmal. Gehen wir mal in Vitalität. Sind somit schon Stufe 23. Vielleicht ein bisschen zu hoch für dieses Gebiet. Aber egal. So. Und in dieser Folge werden wir ein paar Sachen machen. Der letzte Part, der war ein bisschen kurz, halt dadurch, dass ich mal wieder auf Toilette musste. Diesen Part machen wir dafür einiges, denke ich mir mal. Also wir werden diesen Boss killen, dann werden wir wahrscheinlich noch einen Boss killen. Und vielleicht werden wir noch einen Boss killen. So, dann nehmen wir den Weißen mit. Aua. Oh, ich werde invaded. Nee, doch nicht. Sehr gut. Ich dachte schon, ich werde invaded. Ah, wir holen uns die gleich. Erstmal mache ich das Level hier ganz alleine fertig. So. Dich hätten wir. Dann geht es jetzt hier nach oben. Hier waren wir ja noch nicht. Ich frage mich gerade. Na komm, dich holen wir noch. Und dann setze ich mich mal eben kurz an. Dings an Feuerband Leuchtfeuer, weil dafür kriege ich 10 Estus. Hört mal auf, mich zu invaden, Leute, und dann abzubrechen. Das nervt. Ja, und das hier ist, also die Untotenburg ist nichts anderes als Twink City. Wenn du hier invaded wirst, hast du eine Chance von 90%, dass es irgendein Idiot ist, der sich einen Charakter gemutet hat, sich zu dem Level hier gebracht hat, aber schon alles. Ach, was mache ich denn? Hier muss ich gar nicht hin. Aber halt eben schon komplette Waffen und Rüstung voll upgraded auf der höchsten Stufe hat. Hast du nicht gesehen. Sehr unfair, wenn man mich fragt, aber was will man machen? Das ist Dark Souls. Dark Souls ist nicht immer fair. Obwohl es eins. Es ist schwierig, aber es ist immer fair, so sagte ein Kollege von mir zu pflegen. So pflegte ein Kollege von mir zu sagen. So. Und dann geht's jetzt wieder hoch. Wir sind hier tatsächlich jetzt nur hingegangen, mal eben kurz für die 10 Estus. Aber was man hat, hat man. Hallo Petrus. Lange nicht mehr gesehen, mein Freund. So viel ist passiert in der Zwischenzeit. Wir haben Mondlichtschmetterling gesehen und erledigt. Also wir haben zugeguckt, wie der erledigt worden ist. Komm, fahr mal schneller. Fahr schneller. Keine Zeit. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Falsche Seite. Und wieder die Nebelwand da. Jungs, ey. Oh, diesmal bleibt die auch. Ja, da ist er. Ah, fick dich, Junge. Send help. Help dich selber. Ich habe noch eine Humanity 2. Ah, ich habe keinen Bock, dass der invadet. Seht ihr Darkhand? Die gibt's eigentlich noch nicht. Was hat er denn noch? Irgendwas hat er. Irgendwas ist versteckt. Nein, mein Freund. Du kriegst keine Menschlichkeit von mir. Wir schlagen uns gar nicht so übel.
natürlich habe ich die Wurfmeister nicht mehr interessiert. Nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hat ja gut geklappt. Ah, gut, dass wir den Hornistendrink vorher geholt haben. Das hat er nicht mit gerechnet, Junge. Das hat er nicht mit gerechnet. So, dann hoffe ich mal, dass es auch jetzt erstmal fürs Invain reicht. Draußen ist der Viehmann. Vielleicht hört ihr ihn ja krächzen. Pass auf, sehr Feind. Aber nein, 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 nein. Gut. So. Dann liegt hier drüben eine Seele. Die sammeln wir ein. Denken ist ein Ritter. Da will er sich einfach heilen. So, und jetzt holen wir uns noch eine Menschlichkeit und versuch's mit angreifen. Nein. Lieber durchrollen. Eine Menschlichkeit. Und hier ist eine versteckte, mehr oder weniger, man sieht es ja schon, hier ist irgendwas komisch, dahinter ist irgendwas, treten wir mal gegen. Und könnt ihr euch noch an den Knastzellenschlüssel da erinnern, den wir irgendwo hier eingesammelt haben in der Nähe? Der ist hierfür. Oh, still human are you? Then I am in luck. Could you help me? As you can see, I am stuck without recourse. Der gute Lordtrack auf Karim, ein Arschloch, wie er im Buch steht, tötet Feuerhüterseelen, für Feuerhüterinnen, rennt dann damit weg und wir müssen ihm hinterherjagen, um seine wunderschöne goldene Rüstung zu kriegen. Thank you. Yes, sincerely. I am Knight Lordtrack of Karim. I truly appreciate this. And I guarantee a reward. Only later. Ja. Machst du sehr gut. So, was machen wir denn jetzt? Wir holen uns jetzt Hilfe in Form von einem Phantom, einem Weißen und einem, den Ritter zu leer werden wir beschwören. Und das weiße Phantom kriegt dann plus 5 halt dafür, dass der uns geholfen hat. Und eine Goldmedaille, das hilft ihm beides in seinem Covenant. Und wir erledigen auf die ganz schnelle Art und Weise Gargoyles. Oh. Dich hätte ich viel lieber mitgenommen. Du hast die Black Knight Hellebard. Gut gemacht. Naja, und wir warten, 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 ganz lang, lang, lang. Na, geht doch. Hallo, gute Frau, guten Tag. Titten, 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 titten. Er hat titten gesagt. Titten.
Titten, 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 titten. Ja, und jetzt ist leider, ich kann jetzt leider, fällt mir gerade ein, wenn Phantome mit dabei sind, dann kann man irgendwie, warum auch immer, das Intro nicht abkürzen. Ansonsten hättet ihr euch jetzt ein Intro erspart von den Gargoyles, aber leider sind die mit dabei. Also, man kann es leider nicht abkürzen. I'm sorry, I'm so sorry. Danke. Damit hätten wir schon mal die Gargoyle-Axt. Oh, ich kann keine Geste machen. Oh. So, auf geht's zur Glocke, Leute. Auf geht's. Das Spiel kann beginnen. Mit den 13.000 Seelen können wir jetzt auch ordentlich was machen. Also leveln jetzt vor allen Dingen. Ich habe ja schon... Eigentlich habe ich schon alles, das was ich haben wollte, gekauft und geholt. Mal gucken, was wir noch in diesem Part schaffen. Also wie gesagt, ich würde gern das Rite of Kindling holen. Und das Rite of Kindling. Und ich würde gerne zurück zum Asyl. Schöner Videoausschnitt. Schön. Ach, wo ist die? Ach, da. Greetings. I am Oswald of Kareem, the Pawn. Thou appearest to lack faith. Yet magnanimous are the gods. Cometh thou to confess? Or to accuse, for indeed all sins my domain. So, hier kann man noch eine Geste erlernen, die Nazima Angel-Geste. Und man kann hier einige Gegenstände kaufen. Wir kaufen uns Anklage für Invader, damit wir die verklagen können und die somit Besuch kriegen von einem Rachegeist. Und hier gibt es Läuterungssteine zu kaufen. Für jeden Neuankömmling oder Neuanfänger würde ich hier mindestens einen kaufen, damit ihr schon mal einen in der Tasche habt. Vielleicht könntet ihr den später gebrauchen. Ich denke, ich brauche keinen. Hier kann man noch ein paar Wunder kaufen, einen Talisman, coole Ringe, die man braucht. Ja, und das war's. Stop him up on How? On? Hör auf zu reden. Wir gehen zurück zum letzten Leuchtfeuer. Das müsste eigentlich noch das am Feuerbrandschrein sein, oder? Ja, nice. Hier wollte ich auch hin. So. Erstmal Rüstung reparieren. Das alles Kills. Was können wir noch machen? Aufsteigen. Und zwar... Wie viel können wir? Drei. Machen wir zwei Vitalität und eine Kondition. Damit wir ein paar Mal öfters zuschlagen können und länger rennen können. Haben noch 1616 Seelen, die wir auf jeden Fall verprassen werden, früher oder später. So, und jetzt ist hier nochmal so ein kleiner Suicide dran, als ob. Und ihr habt Fremd gesehen, der schnarcht. Fremd. Ach ja, der ist noch gar nicht da. Man hört ihn nur. So, und jetzt geht's los. Jetzt muss ich mich mal eben ganz kurz konzentrieren, denn ich weiß gerade gar nicht mehr, wo die Abkürzung gewesen ist. Da war auf jeden Fall eine Abkürzung. Ich weiß wieder. Wir gehen jetzt mal straight zu den Katakomben. Und dann hat noch jemand die Glocke geläutet. Nice. Nice, 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 nice. So, mal eben kurz Stamina auftanken. Schild hoch. Aua. Das hätte nicht sein sollen jetzt mit dem Hit. Oder nicht sein brauchen.
Oh, jetzt habe ich mich auch noch kurz erschrocken. Aua. Aua. Hör mal auf da hinter mir. Aua. Nein, aus jetzt. Jetzt reicht. Lass mich durch. Oh, lass mich doch durch, verdammt nochmal. Wie doof, ey. Hier, mal ganz weit weg. Gut, du solltest eigentlich, danke, dass du runtergefallen bist. So. Und ich habe mich nicht menschlich gemacht, ich bin so ein Idiot, ich bin so ein... Wieso bin ich nicht mehr? Ach, ich bin ja nochmal gestorben, ne? Ja. Ja gut, dann machen wir das Ganze ohne Hilfe von Paladin Leroy. Hier ganz... Bitte nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ach, danke. So, hier hätten wir auch eine andere Rüstung gefunden und jetzt müssen wir hier ganz schnell weg. Denn jetzt sterben wir. Ich schwöre es, wir werden so hart sterben. Lass mich was trinken, bitte. Oh. Nee. Lass mich durch. Mein Gott. Gut. Und hier finden wir Pinwheel. Jetzt wollte ich schon das Intro wegmachen, aber das habt ihr noch gar nicht gesehen. So, hinter Pinwheel ist leider eine ganz traurige Geschichte. Er war mal der erste Diener von Graveford Nito, aber... Und, er hat aber Nito das Right of Kindling gestohlen, weil seine Familie leider bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Und jetzt versucht er, mit dem Right of Kindling... seine Familie wiederherzustellen. Nicht in mein Gesicht, bitte. Nicht sterben. Nicht, nein.
Danke. Wo ist er? So, wollte ich doch gerade sagen. So, komm, noch einmal. Nice. Aber seine Familie ist halt gestorben. Und jetzt hat er rumexperimentiert mit dem Rite of Kindling, mit dem Kunst des Wachens, seine Familie wiederzubeleben. Aber wie ihr gesehen habt, ist das ganze Experiment ein bisschen schiefgelaufen und jetzt ist die ganze Familie in einem Körper geeint. Halt, die Maske, also der Vater, der Sohn und die Mutter. Und immer wenn man ihn sieht, dann droppen die halt eben eine Maske und jede Maske kann spezifisch irgendwas. Die Maske des Vaters erhöht zum Beispiel eure Belastung, also wie viel Belastung ihr habt, beziehungsweise verringert diese. Die Maske der Mutter gibt euch ein klein bisschen Energie und was macht nochmal? Die Maske des Sohnes gibt euch Stamina, also Stamina-Regeneration. Gibt euch nicht mehr Stamina, aber mehr Regeneration halt. So, und jetzt steigen wir noch auf. Wie viel können wir? 3. Machen wir das gleiche Schauspiel wie gerade. Und gehen jetzt mal in Richtung... Warte mal, wir machen das ganz anders. Ich pop noch alle meine Seelen, die ich habe. Und pump diese noch in Stamina und Dings rein. Damit wir uns nicht zu lange da aufhalten im komischen Kerkerasyl. So, das müsste einiges an Seelen sein. Naja, die bringen gar nichts, 200. Aber egal, 1200 Seelen jetzt schon haben oder nicht haben, das ist ja vollkommen egal. Und wir haben ja eigentlich schon so gut wie alles das, was wir machen mussten. Haben wir schon. Wir könnten eigentlich... ganz fix sein und uns schon mal die Glut holen, aber das mache ich nicht. Das machen wir gleich nachher alles in einen Abwasch, also im nächsten Part dann. Dann geht es nämlich Richtung Richtung der zweiten Glocke. Aber zwischen hier, also das, was wir jetzt nur machen, und der zweiten Glocke ist noch Himmel, ist noch scheiß viel Arbeit. So, alles gepoppt. Eben kurz, ne, nicht unsere Rüstung verstärken, sondern reparieren. So. Wie viel können wir? Ein Level können wir nur. Wow. Okay, ich dachte, wir könnten mehr. Müssten wir eigentlich irgendjemanden von den NPCs töten, damit wir noch ein Level aufsteigen können. Egal, wir gehen jetzt Richtung Straight Demon. Fertig. Eben schnell meine Sachen hier nochmal. Ja, okay, den weißen Symbolspeckstein, den brauchen wir jetzt sowieso nicht. Ja, auf geht's zum Knast. Mal gucken, was sich da so alles verändert hat. Da hat sich einiges geändert. Hier runter. Und verkackt. Sehr gut gemacht, Sascha. Achso, ich habe mir jetzt auch das Rite of Kindling geholt, aber nützt das gar nicht, oder was? Und so funktioniert das Entfachen. Und zwar, ihr müsst euch erstmal menschlich machen. Und dann kriegt ihr für jede Soft-Humanity, die ihr habt, also maximal, also mit menschlich machen braucht ihr... Warte mal, mein Mikro muss ein bisschen höher, weil ich mich gerade umgesetzt habe. Ich hoffe sowieso, dass das mit der ganzen Zeit mit dem Mikro so geblieben ist. Ich habe jetzt nämlich, ich weiß nicht, 5 oder 6 Parts nacheinander aufgenommen.
mit der gleichen Mikrofoneinstellung. Ich hoffe, dass das so ganz in Ordnung ist am Ende. Ansonsten sehe ich ziemlich dumm aus und muss schon wieder ganz von vorne anfangen. Was wollte ich sagen? Achso, genau. Ihr braucht mindestens 4 Soft Humanity, wenn ihr euch noch menschlich machen müsst. Ansonsten braucht ihr nur 3. Und ihr könnt, insgesamt könnt ihr das dann 3-mal entfachen. Aber das hier war ja schon von vornherein auf 10. Und wir bringen das jetzt mal auf plus 20. Dann haben wir schon mal ordentlich Estus. So. Und wenn wir uns dann später teleportieren können, haben wir auf jeden Fall immer ein Feuer, ein Leuchtfeuer, wo wir 20 Estus Flaschen holen können. Klug ist es, wenn ihr, jetzt habe ich mich schon wieder umgesetzt, wenn ihr vorhabt, noch ins NG und NG, also ins NG Plus zu gehen, noch mehr Leuchtfeuer zu entfachen, denn die werden so, wie sie entfacht sind, werden die direkt übernommen ins nächste NG Plus und es ist dann, wenn man, ich setze mich die ganze Zeit um. Ich sollte mir einen guten Platz langsam suchen, wie ich sitzen möchte. Vielleicht so. Ja, so fühlt sich schon mal ganz gut an. Den Bildschirm ein bisschen drehen. Jetzt bin ich ganz nach oben gefahren. ist auf jeden Fall dann ganz gut, wenn man bestimmte Leuchtfeuer dann mindestens auf plus 15 hat oder schon plus 20. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Hier. Dann hat man sich im späteren Spielverlauf nämlich die ganzen Menschlichkeiten gespart. Und wir brauchen mindestens... Wie viel brauchen wir denn? Ich muss mindestens 60 Menschlichkeit irgendwo zusammenfahren später. Ist jetzt nicht so schwer, die im Laufe des Spiels zusammenzukriegen. Ich hasse diesen Punkt hier. Manchmal ist der da und manchmal kann man einfach drüber laufen. So. Weil wir ja noch ein paar Rüstungen holen. Also ich mache das hier eigentlich... Ist jetzt, wie ihr schon gemerkt habt, ist tatsächlich ein sehr langsamer Durchlauf. Eigentlich wäre ich schon viel weiter. Aber ich hole halt noch ganz viele Sachen so zwischendurch. Und auch Sachen, die ich eigentlich nicht benötige. Einfach nur um zu zeigen, halt, da kriegt er das und da kriegt er das. Und naja. So, und jetzt sind wir hier wieder zurück. Am nördlichen Asyl. So, was machen wir? Sehen wir denn als erstes? Erstmal wechseln wir unser Schild zu eins, was mehr Feuer hat. Ist doch schon mal ganz okay. Und sehen, da unten sind ein ganzer Haufen Gegner mit Fackeln in der Hand. Und ich schwör's euch, die machen einen Heidenschaden. Da ist nicht mit zu spaßen. Deswegen lieber Schild hoch, ganz wenig abgezogen kriegen, als so eine volle. Action von denen abzukriegen, die euch auf jeden Fall tötet. Sowas hier ist ganz brutal, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ich war hier einmal, die haben mich 5-mal nacheinander getötet, da hatte ich keinen Bock mehr. So, jetzt gehen wir zu Snuggly. Wir haben ja Abfall gesammelt irgendwann früher. Und hier. Warm, give me soft. Das kann man auch falsch verstehen. Aber wir geben denen, nicht zu oft B drücken hier, unseren Abfall und kassieren uns schon mal ein Upgrade-Material ein, für unsere Waffe auf plus 6 zu kriegen. Ablegen, ja. Danke. Und tauschen funktioniert einfach jetzt. Nachdem man das abgelegt hat, was man tauschen möchte, legt man hier ab, dann Partie beenden. Okay. Und beim Neustart ist es dann wieder da. Level 30 sind wir. You. So. You. Give me. Give me. Ich geb dir. Und die haben dann den grauen Brocken. Danke dafür. So, aber das ist nicht das Einzige, was sich geändert hat. Denn wir gehen jetzt hier direkt rechts rum.
Hier hätte ich mich gar nicht dran binden müssen. Ich wollte eigentlich leveln, aber wir haben noch nichts zu leveln. Und jetzt ist hier ein Schwarzritter. Ah, ekelhaft, der Kerl. Ekelhaft, ich mag ihn nicht. Aber zum Glück können die nichts. Wir haben ja, also die können hier schon eine ganze Menge. Aber wir haben ja unseren guten Hornet Ring. Der macht nur 337. Vielleicht hätten wir noch nicht sein sollen. Ja doch. Und nochmal, komm. Danke. Und jetzt haben wir auch genug einen roten Brocken. Rote Brocken sind dazu da, um Feuer- oder Chaoswaffen herzustellen. Also erstmal muss man seine Waffe sowieso auf Feuer machen. Und dann auf Chaos. Aber zumindest dafür sind die roten Brocken da. Und jetzt ist hier, seht ihr, und der arme Mann, Oscar, ist leider zur Hülle geworden, durchgedreht und weiß nicht mehr, wer wir sind und greift uns jetzt an. Und wir müssen uns leider wehren und kriegen dafür ein richtig gutes Schild. Und wie ihr auch seht, unsere Animation hat sich geändert. Und zwar bei our NPCs und menschlichen Invadern verändert sich die Animation der kritischen Angriffe durch den Hornet Ring. Und danke für dein Schild, Oscar. Du warst ein sehr guter Mann zu uns. Und das legen wir jetzt auch an. Hat die beste Magieabwehr. Deswegen habe ich vorhin gesagt, als wir zum Mondschmetterling gegangen sind, eigentlich hätte ich vorher hinkommen müssen. Dann hätten wir eine Magieabwehr von 80 gehabt. Aber ist ja alles gut gegangen. Nicht wahr? So, und der hier gibt uns wieder die Kugel. Genauso wie vorhin auch. Und hier ist wieder die ganz normale Animation. Und ja, ein Kollege von mir hat recht gehabt, wenn er das hier sehen sollte. Es gibt immer mehr Bonusschaden auf den kritischen Schaden, auch bei nicht-menschlichen Spielern oder NPCs, sondern überall. Ich hatte ihm gesagt, nein, ist nicht so. Aber er hatte recht. Muss man ja zugeben, wenn andere Menschen recht haben. Lass mich durch. So, Luna. Hast du irgendwas? Die lassen auch nichts fallen, schade. Und dann sind jetzt hier auf einmal zwei Gegner. Beim letzten Mal, als wir hier waren, war nur einer hier, nämlich der hier. Aua. Oh. Lass mich in Frieden. Danke. Und der andere kommt auch ein bisschen weiter nach vorne. Aber das ist ja nur so ein oller Lanzenträger. Die machen eh nichts. Ich weiß gar nicht, warum die im Spiel sind. Vielleicht einfach nur da, um... Was weiß ich, was die machen. So. Und hier ist das Begehr, unsere Begierde. Was? Was? Was zur Hölle spreche ich da? So. Und die leveln wir mal eben kurz. Und wir hören auch schon den ollen Gegner. Ach ja. Ne, was will ich denn hier? Reparieren. Aber da gehen wir noch nicht hin, oder? Gehen wir noch schon hin? Ne, da gehen wir noch nicht hin. Wir gehen erstmal hier rum. In Richtung unserer alten Zelle. Ist das Wasser hier gestiegen oder kommt man das nur so vor? Kommt man nur so vor. Und sagen hier noch ein Schwarzritter. Hallo? Hallo? Ich begrüße Sie. Und holen dann noch einen Gegenstand, der uns später in ein optionales Gebiet bringt. Mit ganz vielen optionalen Gegenständen. Und natürlich gehen wir dahin. Das ist ein sehr, sehr netter Boss. Und naja, das haben wir hier schon. Dann brauchen wir hier gleich nicht mehr hin. Wobei wir hier sowieso hin müssen. Und du gibst uns auch einen roten Brocken. Die merkwürdige Puppe. Was macht die merkwürdige Puppe denn? Ist, glaube ich, ein Schlüssel, ne? Ja. Eine merkwürdige Puppe mit komischem Kleid. Hier steht mit seltsamem Kleid. Ein Schrecken, der keinen Platz in dieser Welt fand, klammerte sich fest an dieses Spielzeug und wurde letztendlich in eine kalte, einsame Welt hineingezogen. Okay.
Dumm gelaufen, würde ich mal sagen, Mann. So. Ich werde da wieder hoch. Und dann geht's jetzt auf zum Boss. Und ich hoffe mal, das wird gut laufen. Ansonsten, also eigentlich sterbe ich hier, wenn ich so früh bin. Sehr relativ oft eigentlich, bis ich mit dem warm werde. Die beiden Gegner hier, einer ist links, einer kommt da rechts angelaufen. Manchmal kommen die auch nicht. Also der linke, der kommt immer angelaufen, der wird immer getoggelt. Der rechte kann manchmal stehen bleiben. Tötet die auf jeden Fall, bevor ihr hier runter geht. Denn die beiden haben nichts anderes zu tun, als euch zu folgen. Und das soll so nicht sein. Seht ihr? Das meine ich. Hat er sich jetzt nicht nehmen lassen, ne? Dreh. Okay.
Gar nicht mal so einfach. Und eine graue Scholle bekommen wir dafür. Graue Scholle ist natürlich dafür da, dass wir unsere Waffe auf plus 15 und damit voll abgegradet haben. Aber dazu müssen wir erstmal die Waffe auf plus 10 bringen. Nice. Hat ja gar nicht mal so lange gedauert, der Junge. Kann ja gar nichts, der Kerl. Lalala. Ja, hier hinten waren wir ja schon überall. Nice, dann geht's jetzt zurück zum Dings, zum Feuerbandschrein und dann ist für diesen Part Ende. Mal gucken, wie ich das mache mit den ganzen Toten. Ich habe da schon so eine Idee. Nice, nice, nice. Erstmal leveln wir. Wie ein Wahnsinniger. Gib mir das Leuchtfeuer. Und zwar... Wie ein Wahnsinniger, sagte er. Okay. So, auf geht's. Zurück zum Feuerbandschrein. So weit nehme ich euch jetzt noch mit. Aber... Kann mir jetzt auch nichts mehr anhaben, ihr kleinen Pimpfe. Und haben damit alles das erledigt, was ich eigentlich erledigen wollte hier in dem Part. Wir können unser Leuchtfeuer entfachen, wir haben den Ring, wir müssen nie wieder zurück zu diesem komischen Asylum, außer wir wollen noch irgendwas traden, aber das will ich gar nicht mehr in diesem Part. Komm, treffe ich dich? Nein, natürlich nicht. Oh, ich habe Angst, ey. Und genau deswegen... Ich sterbe nicht ein einziges Mal in dieser Episode. Ich habe nichts gesehen. Das ist alles nur zu Demo-Zwecken. Alles nur zu Demo-Zwecken. Gut, haben wir vorher schon gelevelt. Wenigstens. Gut, dass wir wenigstens vorher... Mein Deutsch ist manchmal sowas von fatal daneben, ne? Das ist unglaublich. Oh... Sehr gut gemacht. What the fuck? Hat sich gerade angehört, als wenn hier ein Wildschwein gewesen wäre. Vielleicht habe ich ja Glück und die anderen sind mir nicht gefolgt. Ich weiß noch nicht mal, ob man den Scheiß parieren kann von denen. Oh, so ein Glück gehabt, ne? Ich schwöre, ich habe so Angst vor den Scheißbüchern mit der Fackel. So. Das wäre es jetzt noch gewesen. Geht mir auf den Senkel mit seinen Schnarchen. Was hat eigentlich der Crestfallen mittlerweile zu uns zu sagen? Wir haben jetzt so viel geschafft. Why, what a surprise. I didn't expect you to make it. Oh, somebody rang the bell. Wait, was it you? You never give up, do you? I don't know how you do it. Well, don't stop now. Only one more. But it's going to be suicide. Ja, da hast du vollkommen recht, mein Freund. Das noch. Das noch. Und dann denke ich mal, dass ihr in dieser Episode Spaß hattet.
zumindest mehr Spaß als ich. Obwohl, es war ja eigentlich, im Endeffekt war es gar nicht so schwierig und ich wusste schon vorher, dass ich mindestens einmal sterbe. Weil es dann so oft geworden ist. Naja, da kann man nichts gegen machen, wa? Naja, vielen Dank fürs Zugucken, Jungs und Mädels, natürlich auch. Und bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, wir spielen Dark Souls. Tschüss, habt noch einen schönen Tag, Abend, irgendwas.